So, kurz vor der Veranstaltung, aber vor der Eröffnung, ist eigentlich noch relativ leer. In der Schützenhalle Bad Wünnenberg. Ja, noch ist nicht Eröffnung, aber es sind schon viele da. Umso mehr freut es mich heute, einige Einblicke in dieses Hobby zu bekommen
Hobbys wahrscheinlich etwas zu klein gefasst für die Leidenschaft, die ihr in diesem Sport steckt. Von der Planung, der Zucht, über die optimale Versorgung, das tägliche Beobachten der Elterntiere bis hin zu den regelmäßigen Trainings- und Distanzflügen. Die artgerechte Haltung erfordert laut meiner Recherche alltäglichen Einsatz von mehreren Stunden und so mancher verbringt sicherlich mehr Zeit im Taubenschlag als auf dem heimischen Sofa. Eine weitere Besonderheit, die dieses Hobby ausmacht, ist, dass es Generationen verbindet. Vom Enkel über die Eltern bis hin zu den Großeltern. Alle können gemeinsam der Leidenschaft nachgehen und sich aktiv im Vereinsleben und auf den Veranstaltungen einbringen. Häufig wird die Leidenschaft auch von Generation zu Generation weitergegeben und man wird in den Taubensport quasi schon reingeboren. Die Bedeutung eures Hobbys wurde auch bundesweit anerkannt. Seit 2022 gilt das Brieftaubenwesen als immaterielles Kulturerbe auf Bundesebene. Das bedeutet, dass es ein Kulturgut ist, welches besonders geschützt, gepflegt, erhalten und möglichst der Öffentlichkeit zugänglich gemacht werden sollte. Es ist schön, dass diese jahrhundertalte Tradition von euch lebendig gehalten wird. Dazu tragen auch Veranstaltungen wie diese bei. Ich freue mich auf einen interessanten Tag, auf spannende Gespräche und bin mir sicher, dass ich noch einiges von eurem Hobby mitnehmen kann. Ich wünsche den Züchtern allzeit guten Flug. Vielen Dank. Ja, werte Sportfreunde, sehr geehrter Bürgermeister Karl, das war ja ein sehr, sag ich mal, sachkundiger Vortrag. Ich könnte mir vorstellen, dass es hier jemanden gibt, der Sie sicherlich im kommenden Jahr langsam an den Sport heranführen wird. Sie würden auch noch zur Jugendgruppe zählen, das kann ich Ihnen versichern. Und dann könnte ich natürlich sehen, wie das so ist mit dem Sofa und nicht auf dem Sofa oder so. Werte Sportfreunde, ich freue mich heute hier zu sein. Ich freue mich, dass wir zum neunten Mal diese Idee der Westfalenmeisterschaft entgegenkommen. Wir haben vor gut 10 Jahren Theo Schappert ist hier, der diese Idee im Regionalverband 412 vortrug und ich sage mal ganz kurz, die Resonanz war relativ schmal. Die Resonanz war schmal, warum? Die Kritik, wie so häufig, gerade bei uns im Sport, war natürlich schnell da. Wer soll denn die Veranstaltung organisieren? Wer soll denn die Arbeit machen? Wer besorgt die Urkunden? Wo kommen die Pokale her? Und wie alle sollen wir das bezahlen? Und jetzt sind wir im Jahr 2023 und da stellen wir fest, wir haben so einige junge Leute, Lena von der Becke, Kollege Schlucker, Kai Nolting, die haben nicht einmal bei mir angerufen, obwohl ich Vorsitzender in diesem Laden bin. Die haben es einfach gemacht. Und wie sie es gemacht haben. Herzlichen Applaus und herzliches Dankeschön an diese drei. Und natürlich weiß ich, dass die drei nur stellvertretend für die Männer und Frauen, für die Züchter und Züchterinnen, für die EV hier stehen. Gleichwohl an euch drei herzliches Dankeschön. Also wir im letzten Jahr in Delbrück waren wir, glaube ich. Als wir in Ferl gesprochen haben, da war relativ schnell klar, es gibt eine gute Sache. Wir haben engagierte junge Leute. Und wenn wir ehrlich sind, fehlen uns diese engagierten Leute in ganz vielen Feldern. Ich bin sicher, dass Martin Stiens, wenn er im Januar das Präsidentenamt übernimmt, schauen wird, dass wir gerade an der Stelle auch das eine oder andere an Initiativen oder an Aktionen bekommen, um ja, die jungen Leute vom Sofa zu holen, Herr Bürgermeister Karl. Also Sie sind da schon ein prägnantes Beispiel, das muss man sagen. Ja, was soll ich kurz sagen? Wir freuen uns über die Resonanz. Die könnte heute etwas größer sein, denn keiner muss Rasen schneiden, Hecke schneiden und es regnet draußen. Also wir erwarten noch den einen oder anderen, ich glaube aus dem Regionalverband 250 insbesondere. Das Dankeschön hat Kai Neubig schon an den verschiedenen Stellen ausgesprochen. Für die Gutscheine, für die gestifteten Tauben, für das Ehrenamt. Und mir bleibt eigentlich nur heute Ihnen einen schönen, einen angenehmen, einen kurzweiligen Tag zu wünschen. Da wird geschimpft am rechten Flügel
Ah, das Bier ist nicht kalt. Okay, dann wird wir korrigieren das nicht. Und ich würde mir wünschen, dass wir alle einen gemeinsamen Tag verleben im Sinne des Briefraumsportes und gern daran zurückdenken. Ganz kurz zum Schluss, der Westfalen-Tag, der Champions Day 2024 findet statt in Kamen, Regionalverband 402. Alexander Kolowitsch ist hier, warte mal, wo ist er? Ja, der steht natürlich wieder bei den jungen Damen, das ist richtig. Also nächstes Jahr werden wir nicht hier sein, sondern nächstes Jahr werden wir etwas mehr ins Ruhrgebiet, glaube ich, gehen. Und ich würde mich freuen, wenn der eine oder andere von Ihnen an dem Tag auch Gast sein dürfte, Gast sein wird. Herzlichen Dank und das Wort hat Martin Schies. Ja, hallo Sportfreunde. Im Namen des gesamten Präsidiums, im Sinne unseres Präsidenten Uli Peck, möchte ich euch herzlich grüßen. Dieter Koch ist aufgeblieben. Dieter, hallo. Und wir freuen uns immer, wenn solche Veranstaltungen wie diese hier, das Fahren Champions Day, russische Züchter, da kommen ja gleich noch welche, daran teilnehmen. Und bedanken möchte ich mich außerordentlich bei der Frau Eggegebirge, das ganze Orga-Team. Das ist eine Menge Arbeit, das sieht man auch, dass es eine Menge Arbeit war. Und ich hoffe, dass der Tag für alle heute fruchtvoll und erfolgreich mit guten Gesprächen auch weitergeht. Ich möchte die Gelegenheit gerne nutzen. Ihr wisst alle, die DBA steht vor der Tür, in gut 6 Wochen. Und wir haben ja beschlossen, dass wir einen neuen Mannschaftswettbewerb machen. Es können RV, es können TGs, es können Fluggemeinschaften, Regionalverbände 10.000 bringen mit bestimmten Bedingungen, damit wir unsere deutsche Brieftaubenausstellung, da werden auch Brieftauben nehmen, mal wieder mit einer großen Anzahl schöner Tauben bestücken können. Wir haben nächstes Jahr Ende Januar die Olympiade und auch aus diesen Tauben wird für die Olympiade ausgesucht. Daher möchte ich euch bitten, rauft euch zusammen, sucht eure besten Tauben vom Start, bringt sie nach Dortmund, das ist eine Stunde fahren. Ihr könnt sie jetzt am Freitag bringen, nicht mehr am Donnerstag und am Sonntag mache ich auch wieder nach Hause nehmen. Also bitte bringt die Tauben zum Richten, damit wir da eine schöne Anzahl und eine große Anzahl von Tauben in Dortmund haben. So, natürlich auch die GBA wird dies Jahr ein bisschen anders, wird ein bisschen anders ergeben als sonst die Jahre. Wir haben das Programm gestrafft, wir haben ein paar Änderungen gemacht. Das geht freitagsabends los mit dem Züchterabend. Der wurde letztes Jahr erstmalig durchgeführt, da waren 400 Züchter da. Diesmal hoffen wir auf mindestens 400 bis 500 Züchter. Wir haben da eine neue Tischordnung gemacht. Die Züchter sitzen alle mittlerweile an runden Tischen. Wir haben das Catering geändert. Da gibt es Essensnischen, wo jeder sein Essen bekommen kann, was er auch gerne haben möchte. Wir machen am Freitagabend eine kleine Siegerehrung und dann, ich glaube, gegen 9:30 auch eine Versteigerung von 12 Tauben, weil bei so einem Abend gehört einfach dabei, dass eine Taube auch versteigert wird. Das sind 12 Tauben von 4 Züchtern und dann können wir auch noch bis nachts um 2 Uhr haben wir den Saal gemietet, können wir auch feiern. Wir haben einen DJ arrangiert, einen Saxophonspieler mal, damit wir da auch beruhigt in den Samstag gehen können. Der Samstag ist eigentlich auch anders geplant. Wir haben am Samstag Mittag gegen 12.30 Uhr eine große Chorversteigerung mit 45 Tauben. Wir haben aus den besten Tauben Deutschlands, aus dem Astvogel, aus dem Assweibchen, direkt die Jungtiere bekommen. Die kann man bestimmt nicht so überall kaufen. Der löst sich den Dr. Kors Förderverein, aber das wird bestimmt ein Highlight auf der DBA. Ja gut, dann schießt sich dann anschließend nach der Messe der Festabend an. Auch der Festabend, runde Küche, runde Trainerküche, eine neue Band, Catering, auch wieder in Essen-München, so heißt das. Wird euch bestimmt gefallen. Und die Siegerehrung sollte dieses Jahr auch um 9 Uhr vorbei sein, damit wir dann ab 9 Uhr, 9.15 Uhr einen gewöhnlichen Abend in der Züchterstadt haben werden. Natürlich gehört es sich so, dass man als Präsidialmitglied auch ein Geschenk mitbringt. Ich habe natürlich auch einen Ehrenpreis bei für die RVL-Gebirge. Einen Ehrenpreis, den ich jetzt übergeben möchte. Der ist vom Präsidium oder vom Verband. Und zusätzlich ein Gutschein unserer Taubenklinik im Wert von 50 Euro. Ja, euch allen wünsche ich einen schönen Nachmittag und wir sprechen gleich noch.
Ja, vielen Dank für die schönen Worte. Jetzt kommt einmal unsere Geschäftsführerin Lena nochmal zu mir. Und zwar möchten wir euch unsere beiden ja, recht erfolgreich oder sehr erfolgreich spielenden Junioren vorstellen. Einmal Jonas Schäfer und Carlos Muckermann. Kommt ihr mal einmal bitte auf die Bühne, ihr beiden. Jonas vor 2 Jahren in seiner Altersklasse deutscher Meister. Carlos, dritter deutscher Meister, dieses Jahr hat er sich arrangiert. Erster RV-Jugendmeister geworden und Jonas dann zweiter. Ja, das sind unsere beiden Jugendlichen, die sehr erfolgreich spielen. Nicht nur ja, auch super mit Daumen spielen, sondern mittlerweile fast das ganze Drucken der elektronischen Geräte in RV übernommen haben. Und ja, wir sind als RV-Eggebirge sehr stolz, solche Jugendlichen unter uns zu haben. Wir hoffen, ihr bleibt lange dabei, aber da machen wir eigentlich keine Sorgen. Lena hat noch ein schönes kleines Präsent für euch und dann wieder Bier verkaufen. Danke. Werte Sportfreunde, genau so habe ich mir vorgestellt, als ich den Wunsch an Martin Stiens ausgerichtet habe. Also Martin, so muss das dann funktionieren. Nur kurz als für dich Hintergrund. Wenn überall so 2 bis 4 bis 6 neue Jungs verfügen, fahre ich überall hin. Sie wissen, dass wir die Bedingungen 2015 festgelegt haben, diese Bedingungen niemals geändert haben. Und ich glaube, das ist auch einer der Punkte, warum für jeden diese Meisterschaft entsprechend transparent ist und warum er damit gut zurechtkommt. Wir haben natürlich hier an dieser Stelle den einen oder anderen alten Bekannten. Und wenn ich sage den alten Bekannten, dann impliziert das auch den Plural, die alten Bekannten, denn auf Platz 1 haben wir die Schlaggemeinschaft. Liermann und Sohn, RV Gütersloh, 14 Preise, 1370 Asspunkte und 89. Sind die Sportfreunde Liermann hier im Saal? Ja, wunderbar. Junior hat sich aufgemacht, Vater hat dich erwartet. Nehmen wir erst die Schärpe. Erste Schärpe, wir üben noch. Herzlichen Glückwunsch und beste Grüße natürlich an Vater. Ich darf Sie hier schon mal. So, wir rufen auf Platz 2. Da war ein Sportfreund der RV Würden mit dabei, 1368 Punkte. Die Sportfreunde Hagenhoff und Söhne. Da kommt jetzt der ganze Corona. Sind es mehr als 6? Ich frage nur. Das ist natürlich schon. So, wir rufen auf Platz 3. Der ist leider nicht hier, hat sich heute Morgen krankheitsbedingt abgemeldet. Gleichwohl ein kleiner Applaus für den Sportfreund Sander und für seinen
Kollegen Moschner, dritter Platz, 1361 Punkte. Er ist leider, wie gesagt, krankheitsbedingt nicht hier. Ich denke, Ihr Applaus ist ihm gewiss und wir werden schauen, dass ihr im Rahmen der Regionalverbandstage in Münster diese Schärpe und den Pokal von uns bekommt. Herzlichen Glückwunsch auch an die Sportfreunde Sacher. Da sind fertig, dann wollen wir jetzt in den Normalbetrieb überschalten. Ich rufe auf den Sportfreund Felix Witte, vierter Platz, RV Büren, 1360 Punkte. Felix Witter, herzlichen Glückwunsch, vierter Platz. Wir rufen auf den fünften Platz, der Sportfreund Robert Kittel, Regionalverband 402, RV Rot-Rhein-Kahn. Präsente, Glückwünsche, Umarmungen und auch alles, was gut. Platz 6, Felicia Franz Sander, RV Salzkotten, 1359 Punkte. Eieiei. Martin, das ist alles so, worum es geht. Stimmt's. Ja? Alles das. Siebter Platz, Schlaggemeinschaft Daniel Fecke, RV Giesecke. Ja, eben. Hat der nicht beauftragt, das mitzunehmen? Den Alkohol auch? Ah. Platz 8 geht nach Castrop-Rauxel, Regionalverband 402 Dortmund, Olaf Dreischoff. Herzlichen Glückwunsch. Platz 9 geht auch nach Castrop. Bernd und Alex Wulhorst. Sind die Sportfreunde hier? Platz 10, Georg Burda, RV Borken, ist der im Lande, wunderbar. Platz 11, auch alte Bekannte, die Schlachtgemeinschaft Oetter-Buschmann. Glückwunsch. Sind die Freunde da, noch nicht da? Platz 12, habe ich schon gesehen, Sportfreunde Trautmann-Michalik. Das ist die RV Wuppertal. Ja, ist klar, dass ihr euch über der Theke aufhaltet. Da bin ich schon nicht unglaublich. Platz 13, die Schlaggemeinschaft Hilfgert Otte, Elbrück-Höfenhof. Wir kommen zu Platz 14, der Sportfreund Beringmeier. RV Delbrück-Hövelhof. Wir rufen auf den Platz 15, der Sportfreund Ketzler, Briefdorfzentrum Witten. Ja, wir rufen auf die Sportfreunde Volker Forstkohl aus Lüdinghausen. Ich habe sie noch nicht gesehen. Wir rufen auf den Platz 17. Sportfreunde Nölke aus der RV Lippstadt. Sportfreunde Nölke aus der RV Lippstadt. Platz 18, Klaus Hartmann, RV Paderborn. Platz 19, Robin Leggeling aus Salzkotten. Jawohl. Gibt heute auch eine Anwesenheitsprämie. Und Platz 20, Daniel Kafka, RV Wittekind.
So, das waren die 20 Meister, 20 Westfalenmeister. Ich denke, aus dieser Runde nochmal ein riesiger Applaus. Das waren die besten Westfalen dieses Jahr und das ist, glaube ich, was ganz Besonderes an dieser Stelle. Wie machen wir weiter? Aha, wir machen weiter mit dem Hering. So, beste jährige Vögel 2023, erster Platz, Sportfreund Alois Wesseling, 919,70 Asspunkte, das war eine Rakete, das muss man sagen. Herzlichen Glückwunsch. Der zweite Platz geht an Stefan Schulte-Bartenbrick nach Lüdinghausen, Regionalverband 409. Ich habe ihn noch nicht gesehen, gleichwohl mit deutlichem Abstand 885 Punkte. Platz 2. Und Platz 3 geht an Adrian Jung, RV Meseke. Oh, ich vermute, das wird teuer für ihn. Das wird teuer. Gibt Pokale, Urkunde, ein Foto. So, weiter geht's mit Platz 4, alte Bekannte, die starke Mannschaft Helfgert Otte, 874 Asspunkte, RV Nürnberg. Weiter geht's mit Felix Witte, RV Büren, 869 Asspunkte. Wir kommen zum Sportfreund Carsten Reinecke, Platz 6, Sauerländische RV. 868 Asspunkte. Ja, ich glaube, er nähert sich. Ist das richtig? Ja, du lugerst auch an der Theke rum. Bin echt erschüttert. Er ist alkoholfrei, habe ich schon gehört. Platz 7, Salzkoppen. Altbekannter Mann, Robin Lengeling. Diesmal nimmt er einen anderen Weg, ist okay. Habt ihr aber trotzdem erkannt. Platz 8 hatten wir vorhin auch schon. RV Castrop-Rauxel, Olaf Dreischoff. Herzlichen Glückwunsch. Platz 9, RV Delbrück-Hofelhof, Schlachtgemeinschaft Sander. Platz 10, Wilfried Köppe, RV Limberg, 834 Asspunkte. Ist der Sportfreund unterwegs. Platz 11, Alois Wesseling, der müsste vorne nochmal mitgenommen werden. 829 Asspunkte. Platz 12, die Schlachtgemeinschaft Düchting und König, RV Stadtlohn. Haben wir die Freunde hier?
Dann rufen wir auf Jona Schäfer, Heimspiel der vor Eggegebirge. Wo ist er? Und wer wollt noch von seiner Schokolade? Das gibt's aber nicht. So, alte Bekannte auf Platz 14. Ich weiß nicht, ob ihr wieder in Mannstärke kommt, aber ich rufe euch mal auf. Haken auf und Söhne. Platz 15, Michael Beckmann. Michael Beckmann, Handel hoch. Er hat sich vorgenommen, guck an, er ist so ein Typ. Wir rufen auf Platz 16, das ist der Sportfreund Christian Braun, RV Gummersbach. Haben wir den Sportfreund hier? Dann Platz 17, Sportfreund Freitag aus der RV Viktoria Lüne. Jawohl. Ja, guck an. Gehst du nicht mit leerer Hand nach Hause? Platz 18, Team Gellenbeck, RV Lüdinghausen. Ich habe es noch nicht gesehen, aber ich frage nochmal. Platz 19 ist Oliver Lorck aus der RV Marl, Regionalverband 401. Nehmt ihr das mit? Da ist er doch. Ja, guck mal. Ne, ist er nicht. Dann nimmt es mit. Und Platz 20, Hans Lekscher in der RV Filber. Das ist Hans Lekscher hier, ich habe ihn noch nicht gesehen. Gleichwohl auch diesen 20 Erringern mit Blick auf den besten Erik Vogel. Ein Riesenapplaus, es waren die Besten in Westfalen. Sag mal, ich weiß gar nicht, warum du das ganze Bier wegschlürst. Ich sehe dich immer nur laufen, von links nach rechts. Unglaublich. Ihr seid im Bus gekommen, oder? Mann. So. So, dann kommen wir zur vorerst letzten Ehrung am heutigen Vormittag, beziehungsweise in dieser ersten Runde. Wir rufen auf die bestenjährigen Weibchen in Westfalen. Und jetzt schaue ich mal eben nach hinten, denn Platz 1 ist da. Das sind die Sportfreunde Bommond und Hartmann, RV Hammer an der Lippe. 910,25 Asspunkte bei 10 Preisen. Das ist super. Herzlichen Applaus für diese tolle Leistung. Der Nummer 80. Darauf verweisen, dass das ein Erfolg ist für den Regionalverband 412. Wir sind hier ein bisschen 250 lastig, das sei mir gestattet zu sagen. Deshalb freue ich mich natürlich, dass wir hier auch den einen oder anderen aus der anderen Ecke haben. Glückwunsch. Komm, da findest du noch ein Plätzchen für. Geht ja nicht so weit. So, Platz 2. Es geht weiter wie bisher. Wo ist er? Sein Verein spielt schlecht Fußball, aber er macht den zweiten Platz. Der Sport von Gübel und Sohn. 906 Asspunkte. Sag mal, wo steht dein Verein noch? Ganz kurz. Der ist ja schön, mit der Verbindung. Ah, okay. Glückwunsch. Platz 3, Schlaggemeinschaft Oetter-Buschmann. Die Sportfreunde Oetter-Buschmann waren vorhin schon nicht da. Ich komme zu Platz. Warte! Wo? Oh, mein Team! Leo, Leo. Nee, klappt nicht. Platz 4, Bernd und Alex Wullhorst aus Kastrop, die waren vorhin auch nicht hier. Ich frage nochmal.
Platz 5 Klaus Steinbrink, ja, der kann ich, ist klar. Platz 6 Richard Terschluse, RV Stadtlohn. Okay. Platz 7 die Schlachtgemeinschaft Sander, die haben wir vorhin schon gratuliert. Prima, Glückwunsch. RV Gelben-Höhnhof. Platz 8 Sportfreunde Leinken, Just und Sohn, 858 Asspunkte. Platz 8, RV Delbrück-Höfelhof. Okay, ich gucke, keiner regt sich. Platz 9, Josef Bussi-Weke, RV Gütersloh. Also ich glaube, wir werden nächstes Jahr die Kategorie jährige Weibchen streichen, weil keiner ist da, keine Sache. Platz 10 Hans Beckscher, der ist nicht da. Platz 11 ist da, die Sportfreunde Hilfgert und Otte. 852 Asspunkte für das Weibchen 539. Ich frage mal vorsichtig nach Paul Kuklock, Gütersloh Stadt. Schönes rotes Weibchen. Habt ihr die gestiftet hier zur Versteigerung? So, Platz 13, jawohl, der Sportfreund ist auch da. Sportfreund Südfeld, RV Rüdinghausen. Auf geht's. Eine gewaltige Saison gespielt, 846 Asspunkte allein für dieses jährige Weibchen. Gratulation. Platz 14, die Schlachtgemeinschaft Hagedorn-Becker-Schwick. Da habe ich keinen von gesehen. Glückwunsch. Platz 15, Sportfreund Daimel Ficke, habe ich auch nicht gesehen, aber wir haben jemanden, der das mitnimmt. Oh, entschuldige, sorry. So, wenn ihr jetzt, alles gut, ach, Fiete ist nicht da, so rum war's. Ja, da kannst du natürlich mehr trinken, das ist auch richtig. Der kommt im Bus. Platz 18. Die Sportfreunde Jedowski Schumacher, 402, Märkische MV. Platz 19, Hubert Raufhacke, RV Versmold. Wir sind alle nicht da. Armee 16 noch. Platz 19, Hubert Raufhacke, RV Versmold. Platz 20, Günner und Sohn, er vom Lager Lippe. So, wenn ich jetzt noch welche vergessen habe, zeig mal her. Platz 16 und 17 habe ich vergessen. Ja, Platz 16 seid ihr doch. Ja, warum winkst du denn? Ich bitte euch, Sportfreunde Hilfgert Otte, Glückwunsch für den 16. Platz. Ja, und Sportfreund Fecke muss ich auch nochmal aufmachen. Platz 17, hast du den gekriegt? Guck mal nach. Kannst mal sehen, was du heute alles abschnürst. Ich gehe davon aus, dass wir die Urkunden, die nicht heute abgeholt werden, den Regionalverbänden zustellen, sodass sie dann vor Ort verteilt werden können. Männer, habt ihr noch was? Habt ihr noch was an Urkunden? Haben wir nicht. Wie geht's weiter? Keine heutige Pause. Also, bis hier herzlichen Dank den Siegern in der Ringern der Pokale, der Urkunden, der Ehrenpreise. Nochmal einen herzlichen Glückwunsch. Das war der erste Teil. Wir werden heute Nachmittag, kein Wort im Weißes, zur Ehrung der besten Altauern kommen. Bis dato haben wir, habe ich gehört, ein wenig Pause. Können was trinken, können was essen. Was können wir sonst noch machen? Achso, essen und trinken. Okay, also wir können essen und trinken. Herzlichen Dank bis hierher. Und ich denke, wir machen mehr weiter. Dankeschön.